fahrt zum Palast Kaiphas, wo selbst der Priesterrat beisammen saß, mir hingerissen als geführet. Und Petrus, bald von Grimm und bald von Furcht gerührt, folgt ihm von Ferne nach. Indessen war der Rat doch nur umsonst geflissen, durch falsche Zeugen ihn zu fangen. Der halben Kaiphas also zu Jesus sprach: Wir wollen hier von dem, was du begangen, und deiner Lehre Nachricht wissen. Was ich gelehrt, ist öffentlich geschehen, und darf ich es ja dir nicht hier erst sagen. Du kannst nur dies, wo mich gehört, fragen. Du Ketzer, willst dich unterstehen, zum hohen Priester so zu sprechen? Fahrt! Dieser Schlag soll deinen Frevel rächen.